Okay, bis aufs Hummeli sieht das jetzt alles eher übel aus. Die Tiere willst du wahrscheinlich nicht nach bei dir haben. Aber genau das empfehle ich dir. Sie alle helfen dir nämlich. Im Garten, auf dem Balkon, sogar in deinem Schlafzimmer. Also ernsthaft. Weil nicht alles, was übel aussieht, muss weg. Sogar er hier, quasi Grumpy Cat von den Insekten, ist nützlich. Ich bin der Bera Malakeband, Tierfilmer, Insektennerd und immer auf der Suche nach Insektengeschichten, die du noch nicht kennst. Jedes Krabbeltierli hat irgendeine Funktion. Was für uns lästig ist, ist häufig für andere Tiere Nahrung, wie dieser Zeck hier. Drei Tiere, die dir eine grosse Hilfe sind, zeige ich dir jetzt. Und wir gehen einmal durch die Schlafzimmer, auf den Balkon und in den Garten. Der Spinnenläufer sieht zum Beispiel aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Aber dank ihm kannst du besser schlafen. Später mehr dazu. Die Humme ist quasi die Wonder Woman in ihrer Insektenwelt. Sie ist ein richtiges Muskelpaket, ich staune immer wieder. Sie hilft dir und schaut, dass du überhaupt Tomaten auf dem Balkon hast. Und das hier ist kein Schädling und kein gewöhnlicher Engeling, sondern das Tier hilft dir im Garten, schaufelt für dich Humus her und das erst noch gratis. Gehen wir also zuerst in den Garten. Das Tier hier frisst pflanzliches Material, das schon tot ist, also verrottetes Holz oder abgestorbene Wurzeln. Häufig findest du ihn bei dir im Kompost, manchmal auch im Boden oder zum Beispiel, wenn du Herdöpfe austauschst. Wenn der Engeling jetzt arbeiten lässt, musst du weniger arbeiten. Was er frisst, macht er zu Humus. Du musst also weniger Geld für Humus ausgeben, sparst Zeit, kannst dir mal eine Pause gönnen, zum Beispiel mit einem Bierli. Und später gibt es aus dem Engeling schöne Rosenkäfer, die deinen Garten noch etwas farbiger machen. Du hast also doppelt etwas davon. Aber es gibt ein Problem. Der Engerling vom Rosenkäfer, der sieht fast gleich aus wie der Engerling, den du nicht im Garten haben willst, nämlich die Larve vom Maikäfer oder vom sogenannten Junikäfer. Das sind definitiv Schädlinge. Die Engerlinge können im Garten, auf Wiesen oder wenn es sehr viel hat, sogar im Wald Schäden anrichten. Und der nützlich vom schädlichen Engerling zu unterscheiden, ist nicht so einfach. Aber es gibt einen Trick. Für das musst du die Engerlinglarven auf einen flachen Untergrund legen. Das geht zum Beispiel auch auf deine Hang. Also, keine Angst, die beißen nicht und wenn, dann tut es nicht wirklich weh. Also, du musst einfach genau hinschauen. Weil, wenn die Larve sich auf die Seite oder auf den Bauch dreht, dann ist es ein Mai- oder Junikäfer, also ein Schädling. Dann überlasse ich dir, was du damit machst. Du willst gar nicht wissen. Wenn aber der Engerling sich auf den Rücken dreht und so vorwärts kommt, dann ist es ein Rosenkäfer. Das sieht übrigens auch relativ lustig aus. Das kannst du dir einfach merken. Rücken fängt mit R an wie der Rosenkäfer. Und wenn du jetzt nicht magst, jeden Käfer auf die Hang nehmen und warten. Rosenkäfer haben ganz kleine Beine, mit denen können sie sich, wenn sie grösser werden, gar nicht mehr fortbewegen. Darum müssen sie sich auf den Rücken legen. Die anderen Käferlarven haben genug grosse Beine zum Laufen. Es soll übrigens noch eine andere Art geben, um diese Larven zu unterscheiden. Achtung, Urban Legend, aber eine sehr schöne. Der Engerling vom Rosenkäfer soll nach Vanille schmecken, wenn man drin beißt. Wenn dir das grusen, ganz okay. Essen ist eh nicht ideal. Etwa die Hälfte der Rosenkäferarten, die in der Schweiz vorkommen, sind nämlich rar geworden und auf der roten Liste. Darum, gescheiter leben und nicht essen. In der Schweiz gibt es gegen 20 verschiedene Arten von Rosenkäfer und einzelne wie der goldglänzende Rosenkäfer. Die findest du noch häufig auf den Blüten von Sträuchern oder in Wiesen. Andere sind selten oder sie haben eine unsichere Zukunft vor sich. Rosenkäfer siehst du von Mai bis August, der Engerling logischerweise vorher. Wenn du Rosenkäfer bei dir im Garten findest, dann nimm dir mal die Zeit und geniesse es ein bisschen. Schau sie ein bisschen genauer an. Sie sind zum Glück nicht so scheu wie andere Insekten. Das kommt mir als Tierfilmer sehr entgegen. Und beim näher heranschauen siehst du Sachen, die richtig cool sind. Wenn Rosenkäfer zum Beispiel losfliegen, dann machen sie einen rechten Krach. In Zuchwil bei Solothurn habe ich das mal in Slow Motion gefilmt und dann hört man das sogar noch im Ton. Aber wenn du jetzt denkst, wie elegant das Tier losfliegt, Rosenkäfer sind wirklich nicht gute Flüger. Gerade der Abflug verhauen sie regelmässig. Achtet euch doch mal darauf, wenn ihr das nächste Mal im Garten seid. Und
Rosenkäfer lassen sich manchmal auch richtig gehen. Dann bohren sie sich quasi in die Blumen rein, auf der Suche nach Pollen. Nur noch das Vögel schaut hinten raus. Der Käfer vergisst irgendwie alles rund um sich herum und es sieht aus, als chillt der Rosenkäfer einfach mal in der Blumen. Wenn er mal nicht abtaucht, kannst du ihm beim Fressen zuschauen. Rosenkäfer kann wirklich an Blumen knabbern und dabei auch Pollen kaputt machen. Das muss dich aber nicht stressen, im Gegenteil. Die Rosenkäfer gehören zu den Tieren, die sehr aktiv von Pflanze zu Pflanze gehen und dir sogar als Käfer noch helfen, weil dank ihnen blüht es noch mehr in deinem Garten. Du hast keinen Garten, aber einen Balkon. Dort gehen wir jetzt her und schauen ein Tier genauer an, das ohne zu pumpen ein mega Kraftpaket ist und mit seinen Muskeln indirekt für deine Ernährung schaut. Im positiven Sinn. Blüten bestäuben und so für Früchte sorgen ist nämlich gar nicht so einfach. Denn Pflanzen rücken ihre Pollen nicht einfach so raus. Besonders hartnäckig sind Pflanzen aus der Familie der Nachtschattengewächse. Viele von denen brauchen wir fast tagtäglich als Nutzpflanzen. Tomaten, Herdöpfel, Aubergine, Peperoni. Damit aber etwas sprießt, braucht es ein Tier mit richtig Power. Eben eine Hummel. Sie haben genug Power, um diese Pflanzen zu bestäuben. Und zwar mit einem wahren Kraftakt. Und das hört man auch. Es klingt nämlich anders, als wenn sie fliegen. Ich konnte das diesen Sommer draussen in der Natur im Tessin filmen. Lass mal her. Das Zzzz, das intensive, kurze Surren, das ist es. Lass noch mal her. Hummeln beißen in den Pollensack hinein, bringen ihre Muskeln auf Hochtouren, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Und durch diese Vibration fallen Pollen aus dem Pollensack raus. Der Vorgang hat sogar einen Fachbegriff, nämlich Bass Pollination, also Vibrationsbestäubung. Das ist eine einzigartige Technik, die fast nur Hummeln beherrschen. Darum werden Hummeln auch gezielt in Gewächshäusern mit Tomaten eingesetzt, damit du und ich das ganze Jahr über Tomaten auf dem Teller haben. Und so sieht es übrigens aus, wenn eine Tomatenblüte bestäubt ist, dann siehst du die Bissspuren vom Hummeli. Dann weisst du, hier gibt es Tomaten. Die Bilder haben übrigens extrem viel Zeit und Geduld gebraucht, mehrere Stunden und viele Anläufe habe ich gebraucht, bis ich die Vibrationsbestäubung draussen in der Natur im Kasten hatte. Und ja, man sieht, Insekten kann ich filmen, aber bei Homo sapiens fällt regelmässig der Kopf im Bild. Ja, bravo. Das Hummeln übrigens aussehen, als ob sie einen Pelz an hätten, das ist nicht einfach nur herzig, sondern das hat einen Grund. Und das hat tatsächlich mit der Kälte zu tun. Zuerst aber noch ein paar Fakten, die über Hummeln musst kennen. Sie gehören zur gleichen Familie wie Wildbienen oder Honigbienen. Und ja, sie haben ein paar Gemeinsamkeiten. Wie Honigbienen leben auch Hummeln in Völkern, wenn auch in kleineren. Die Staaten von Hummeln haben eine Grösse von ein paar Dutzend bis ein paar hundert Tieren. In der Schweiz haben wir ungefähr 40 verschiedene Hummelarten, die aber zum Teil sehr schwer voneinander zu unterscheiden sind. Und ja, Hummeln können stechen. Das tut etwa gleich weh wie bei Bienen und Wespen. Stechen können, wie bei den Bienen und Wespen, nur die Weibchen. Hummeln Männchen, tun aber manchmal so, als könnten sie stechen. Dann gehen sie sogar in so eine Drohposition und stellen ihre Hinterbeine bedrohlich auf. Das ist aber nur Getue. Die Männchen können nicht stechen. Gut unterscheiden kann man Hummeln von anderen Wildbienen in den meisten Fällen durch drei Sachen. Das heisst, erstens ihre Form. Sie sind kräftig und breit gebaut. Zweitens ihre dichte Behaarung. Das haben nur sehr wenig Bienen. Und drittens, es klingt jetzt etwas lustig, ihre Betriebstemperatur. Was aussieht wie ein Pelz, funktioniert auch so. Hummelarbeiterinnen können schon bei Temperaturen von 6 Grad fliegen und sind so also kälteresistenter als Bienen. Hummeln zu fingern ist nicht schwer. Sie sind überall dort, wo es Blüten und Nektar hat. Um aber das Phänomen Bass-Pollination zu beobachten, müsst ihr die passenden Pflanzen finden. Also Nachtschattengewächse oder aber auch Heidelbeere. Dort ist das Prinzip das Gleiche. Und wie gesagt, Hummeln findet ihr schon sehr früh im Jahr und früh am Tag, weil sie eben mit der Kälte besser zu Rand kommen als andere. Darum sind sie auch noch unterwegs, wenn andere schon nicht mehr leben oder im Winterschlaf sind. Junghummelköniginnen überwintern und das schaffen sie auch, wenn es richtig kalt wird. Bis zu minus 15 Grad können sie überleben. Und das geht so. Zuerst fressen sie sich voll, speichern so besonders viel Zuckeralkohol und der wirkt dann wie ein Frostschutzmittel. Zusätzlich graben sie sich vor dem Winter ein, bis 20 cm tief, und verlangsamen dort dann ihren Stoffwechsel. So kommen sie durch den Winter durch und haben sogar noch etwas Reserven für die ersten Tage im Frühling. Ein kleiner Körper also, der unglaublich viel leisten kann.
Bei der Recherche bin ich übrigens auch auf das hier gestossen. Ich musste grinsen. Ja, Bremen und Wespen können toll sein. Ich finde auch, dass das ein bisschen die Arschlöcher unter den Insekten sind. Aber ich stelle euch in einer anderen Folge noch ein Wespe vor, das ihr werdet lieben. Ernsthaft. Weil es farbiger ist als jede Show in Las Vegas. Gruselig, schmerzhaft und gleichzeitig nützlich. Jetzt sind wir in deinem Schlafzimmer, wo du auf einen Spinnenläufer treffen kannst. Und den musst du merken. Der killt nämlich für dich lästige Insekten, während du schlafst. Aber Achtung, seine Beißzangen solltest du lieber nicht nachkommen. Der Spinnenläufer hat Mundwerkzeuge, die nicht nur zubeissen, sondern auch Gift drin haben. Die Dinger sind ziemlich spitzig und bohren sich durch Insekten durch und nehmen somit Spindeln auf. Dabei sind sie unglaublich schnell beim Jagen und gnadenlos. Und auch Fliegen stehen auf dem Menüplan. Also nochmal etwas, das gäbig ist für dich. Das Beste kommt aber erst noch. Sie haben auch gerne Mucke. Also kein Summen und Surren mehr in der Nacht, die dir den Schlaf raubt. Sogar gegen Bettwanzen hilft der Spinnenläufer, auch die frisst er. Biologischer kannst du also fast nicht mehr vorgehen gegen lästige Mitbewohner, als wenn du den Spinnenläufer bei dir in der Wohnung hinlässt. Aber über die Giftklauen des Spinnenläufers müssen wir schon noch mal reden. Plagen oder ärgern solltest du das Tier auf keinen Fall, weil es kann dich beissen. Die Mauwerkzeuge gehen durch die Haut durch und das tut dir etwa so weh wie eine Biene oder ein Wespenstich. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einer Infektion kommen. Der Spinnenläufer greift dich aber nicht an. Er ist scheu und hält ab, wenn du ihn oder seine Beine anlängst. Und das in einem mega Tempo. IFA ist einfach eine echte Herausforderung. Kann ich dir gerne später noch mehr dazu erzählen. Der Spinnenläufer ist übrigens kein Insekt, sondern ein Hundertfüßer. Also er gehört zwar zu den Tausendfüßlern, hat aber, wie der Name sagt, weniger Beine. In Tat und Wahrheit sind es nur 30 in der Regel. Aber sie sind unglaublich schnell. Gut möglich, dass du das Tier auch schon gesehen hast, aber nicht genauer hinschauen können, weil es einfach zu schnell war. Und noch etwas anderes kann der Spinnenläufer: die Wänge aufgehen, wie der Spider-Man. Und wenn es muss sein, geht auch das sehr schnell. Ist ein spannendes Tier, obwohl es eigentlich nicht hierher gehört. Der Spinnenläufer kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und lebt eigentlich draußen. Sehr wahrscheinlich ist er durch einen Mensch auf Mitteleuropa eingeschleppt worden und verbreitet sich immer weiter auf der Welt. Mittlerweile ist er auf jedem Kontinent daheim. Gerne unterwegs ist er im Keller, auf dem Estrig oder eben in deiner Wohnung. Das Tier suchen ist schwierig, habe ich noch nie probiert. Du siehst es eigentlich zufällig und wenn es nicht erwartet. Du willst den Spinnenläufer trotzdem einfahren und lieber loswerden, obwohl er nützlich ist. Schwierig. Das meine ich jetzt nicht dem Tier zulieb. Nein, er ist einfach zu schnell zum Einfahren. Einmal habe ich das zwar geschafft, gebracht hat es gleich nichts. Das Tier hier hatte ich im Badzimmer-Lavabo und dort konnte es nicht mehr raus. Ich habe es dann gut gemeint, habe das Tier mit einem Gläschen eingefangen und wollte raus tun. Das Ganze wollte ich auch mit mehreren Kameras aufzeichnen, habe auch genug Platz gelassen, dass man dann sieht, wie es davonläuft. Aber kaum habe ich das Tier aus dem Glas gelassen, geht der Löli schnurstracks gerade wieder zurück in die Wohnung hinein. Nein. Das hatte ich nicht geplant. Ja, und vielleicht müssen wir mit diesem Tier einfach leben. Wirklich gefährlich für einen Menschen ist der Spinnenläufer ja nicht. Und draussen sind Spinnenläufer gerne bei Felsen oder Mauern. Generell dort, wo sie sich im Notfall schnell verstecken können. Der Spinnenläufer hat aber noch eine Taktik, wenn das mit dem Verstecken nicht klappt. Und die ist einfach absolut genial und faszinierend. Zuerst einmal kann das Tier seine Beine bei der Flucht fallen und sie zappeln dann noch etwas weiter. Ein möglicher Angreifer ist dann abgelenkt und der Spinnenläufer kann mit den übrigen Beinen noch gut fliehen. In diesem Video hier siehst du das sehr gut. Also ja, der Frosch hat den Spinnenläufer zwar gefressen und die Taktik mit den Beinen bringt nicht mehr so viel, aber du siehst hier gut, wie sich die Beine immer noch bewegen. Und es wird noch besser. Schau dir mal die hintersten Beine an. Die sind ungewöhnlich lang und zwar, damit sie aussehen, als wären das die Antennen vom Kopf. Auch das ist zum Angreifer verwirren. Die wissen dann auch nicht, wo vorne und hinten ist, um drin zu beissen. Also eine 50-50 Chance zum Überleben für einen Spinnenläufer. Und jetzt kommt der Clou. Wirklich, ich liebe es. Verliert der Spinnenläufer ein Bein, dann kann das nachwachsen. Und zwar immer dann, wenn sich das Tier hüte. Und das passiert regelmässig. So wächst das Tier. Bei einer Lebenserwartung von mehreren Jahren ist das ziemlich gäbig. Meine absolute Lieblingsaufnahme vom Spinnenläufer, die muss ich euch jetzt noch zeigen. Und zwar ist das die Putzsequenz.
Wenn Spinnenläufer sich putzen, dann wird ein Fühler und ein Bein nach dem anderen mit dem Mauwerkzeug zum Mau hergenommen und fein säuberlich abgeschleckt, also geputzt. Ich finde es einfach grossartig zum Zuschauen. Wenn du ein anderes, schräges oder nützliches Tier gesehen hast, das du nicht kennst, oder du hast tolle Rosenkäferfotos gemacht, dann schick mir das. Vielleicht hat es hinter einem einen oder anderen Bild eine coole Geschichte dahinter. Die Adresse findest du in den Shownotes. Was also im Schlafzimmer, Garten oder auf dem Balkon rumkrabbelt und komisch aussieht, muss nicht immer weg. Es könnte dir helfen und es hat eine Funktion, die nicht nur für das Ökosystem wichtig ist, sondern eben auch für dich nützlich kann sein. Der Engerling produziert für dich Humus. Die Hummel bringt dir indirekt Tomaten auf den Teller und der Spinnenläufer lässt dich ruhig schlafen, wenn du es zulässt. Die Eltiere haben besonders clevere Taktiken entwickelt für alle möglichen Situationen. Eine Biene zum Beispiel, die Regen voraussagen kann. Oder Insekten, die sich andere Insekten als Nutztier halten. Das alles findest du hier. Und nicht vergessen, Foto und Video schicken. Ich freue mich drauf. Bis gleich, ich bin der Bäram, euer Insektennerd.